Hallo, ich grüße euch. Da sind wir wieder, hier gerade in dieser Höhle, die ich beim letzten Mal entdeckt habe, wo man dann auch diese Kletterachse fand. Oh, und damit kann man anscheinend auch da hochklettern. Ich habe es gar nicht weitergeguckt. Ich habe nur schnell ein Feuer gemacht, was gefuttert und dann mir gedacht, wir drehen gleich weiter. Weil die Höhle, die ich schon irgendwie ein bisschen unheimlich finde, weil irgendwie hört man da andauernd irgendwas an Getrommel, jedenfalls ich höre da so einen Kopfhörer, die wollte ich jetzt mal etwas genauer erforschen. So, hier schien es noch einen recht großen Bereich zu geben. Sehr tief oder so. Boah, das Wasser. Ich kann das nicht erkennen. Ach, ich habe doch diese... So, ne, nicht genau. Das ist kein Wasser, ne? Wie geht denn das? Ach du Scheiße. Okay, das ist tief. Das ist meine Axt. Dass sie runterklettern. Ja, was mache ich denn jetzt? Was ist jetzt interessanter? Runterklettern oder hochklettern? Ich muss ja wissen, was da unten ist. Hier da bestimmt auch, ne? Falls ihr das nicht schon gesehen habt. Ich würde mir so eine Hose machen in so einer Höhle. Bin schon nicht. Oh, ganz viele Koffer, glaube ich, sehe ich da. Hängen die in der Luft? Ist das doch Wasser? Ist doch Wasser, ne? Tatsächlich. Ich schwimme noch ein Wasser. Mist. Noch ein paar Flares. Das war's? Super. Na. Ja, so. Na super, noch was zum Anziehen. Das ist hier echt nichts Spannendes. Neues Tier entdeckt. Was habe ich denn jetzt für ein Tier entdeckt? Oh, hier sind wir Riegel. Das habe ich nie entdeckt. Riegel sind gut. Hm. Was für ein Tier habe ich denn entdeckt? Wie schön Fische, vielleicht die. Sind das die Höhlenfische? Käme hin, ne? Höhlenfische. Aber hier ist irgendwie ein Stör. Kann ja nicht hier tauchen. Gehen wir da hoch. Das ist doch blöd. Wo finde ich denn diese Taucherausrüstung? Ich muss mir merken, wo diese blöde Höhle ist. Da ist aber auch nichts. Ist hier auch nirgendwo im Wasser, oder? Hier ist Koffer, 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 Koffer. Kein Durchgang. Mist, also gehen wir wieder hoch. Dann versuchen wir doch mal, das ist mit der Kletterachse. Ich bin echt ein bisschen baff, weil ich letztens die Höhle gefunden habe. Ich war schon einige Male an dem Platz und dann kam ich diesmal tatsächlich auf die Idee, weil ich damals ja oder vor einiger Zeit auf der Insel halt diese Möglichkeit fand. Das war mir gar nicht bewusst, dass man eben auch einige Steine sprengen kann. Und auf der Insel kam ja direkt dieses Sprengungssymbol. Und hier an der Wand hatte ich das nie gesehen. Bis aufs letzte Mal, wo ich so ein bisschen näher rangegangen bin und man dachte, irgendwie sieht die Wand komisch aus. Ja, und hinter der gesprengten Wand befand sich dann diese Halle. Das ist jetzt auch nicht, wenn ich hier lang gehe, oder? Da, hört ihr das? Da ist da irgendwas. Wo bist du denn? Die Uhr. Hier, das ist auch von Leuchten. Da kann man hochklettern. So, wofür? Ich will erstmal rüber springen. Gucken, was hier mal ist. Da hinten ist ein Feuer. Ist das eine Höhle? Tatsächlich, hier geht's weiter.
So, was hast du hier gefunden? Platz 9a. Okay. Platz 9a ist frei jetzt. Mann. Oh, Feuer ist wieder aus. Boah. Bin schon ein bisschen angespannt. Obwohl ich ja ohne Gegner spiele, finde ich das gruselig. Ich habe echt keine Probleme mit Gruselfilmen oder so. Bin auch in der Regel nicht sehr schreckhaft. Aber hier bei Games... Oh. Es wird hell. Wir kommen raus. Ne, wir sind hier an diesem Kessel, ne? Sind wir jetzt unten? Ne, sieht nicht so aus wie unten. Stöcke. Können wir immer gebrauchen. Hier ist irgendwie nie was drin. Oh, Dynamit. Ne, was Flares? Ne, Flares, ne? Zu Suppen. Speicherpunkt wäre schön. Schon länger nicht mehr gespeichert. Was knallt denn hier so? Oh, wir sind aber sehr... Was ist das da unten? Ist das ein Hubschrauber? Was ist das? Aber wir sind nicht ganz unten. Langsam, junger Mann, langsam. Es geht weiter vielleicht. Oh, es geht weiter hier. Ah. Ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Oh, hoffentlich finde ich das. Das ist Speicherpunkt. Habe ich nicht eben noch gesagt? Speicherpunkt wäre schön. Ey. Vergolden. Moment, mit Ruckland zu kämpfen. Ich hatte noch nie in The Forest mit Ruckland zu kämpfen, aber Moment, die heutigen Parts, die ich so drehe. Das ist ja jetzt der dritte Part heute. Nein, will ich mit Ruckland zu kämpfen. Wo geht's hin? Ich wollte eigentlich tiefer. Jetzt ist es wieder höher. Ah, schon wieder was im Tauchen. Mist. Wo ist diese verdammte Taucherausrüstung? Ist die vielleicht doch da, wo ich mit der Kletteraxt hoch musste? Die muss doch jetzt langsam mal irgendwo sein. Na gut, hier ist nichts. Noch keine warme Mahlzeit. Nickes. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück. Es bleibt uns wohl nichts anderes als den Parken der Kletteraxt zu nehmen. Wie tief mag das sein? Da runter springen bin ich kaputt, ne? Ich habe ja eigentlich gespeichert. Ich muss nicht. Ist das Wasser? Ne, ne, ist kein Wasser. Wo ist denn gerade das Ding, was wie ein Hubschrauber aussah? Hä? Ach da, das ist irgendwie sowas wie ein Schauer, ne? Ja, würde ich sagen. Puh. Dann sind wir auf halbem Wege, würde ich sagen. Halber Wege. Halber Wege. Wir sind hier auf halbem Wege, also auf halber Wege sind wir hier. Ich sollte das Ganze eher live machen, damit diejenigen, die das kennen, mich ein bisschen leiten, wenn ich jetzt wieder zurück muss.
Und forschen und so will ich ja selber entdecken. Aber diesen ganzen Weg wieder zurückfinden. Oh. Nee. Es ist warm. Mein Mädel wartet schon. Ich habe gesagt, ich mache noch einen Part, weil ich gerade diese Höhle gefunden hatte. Und das ist doch irgendwie spannend, war. Irgendwas. Wir gehen einfach mal runter, da kommen wir wieder ins Wasser, ne? Ups. Was hat er? So, hier ist ein Bächlein. Feldverschwunden, okay, dann habe ich eben nicht gesehen von beiden, das Feldverschwunden. Was Spannendes hier? Das will ich nicht. Daher, dass man aber auch nicht tiefer gucken kann. Ich schwimme jetzt aber, ist auch scheißegal, ob ich abnippe. Ich habe ja oben gespeichert. Nur wissen, ob da irgendwas ist. Das sind nur diese Lichtdinger. Ne, hier ist nichts. Oh ja, ist gut. Na gut. Wir gehen den. Hier ist ja wieder Futter. Schön. Wir gehen den Weg, den wir wahrscheinlich zuerst auch hätten gehen sollen mit der Kletteraxt. Testen wir jetzt mal aus. Und ich hatte schon gedacht, ich finde hier nichts mehr. Echt mal mehr darauf achten, dass man auf gewisse Bereiche sprengen kann. Das tritt ja schon wieder. Das ist eine Feuerstelle. Ist die noch da? Machen wir den ein bisschen Feuer. Nicht besser auf. Teilen wir uns jetzt mal die Kälte ab. So, was macht er denn jetzt? Oh, da ist noch einer. Wir kommen einfach so mit einer Hand. Feuerzeug in der Hand und... Jawoll. Ja. Das ist voll der Profi. Okay. Wir sind oben. So, ein bisschen mehr Licht hier nicht vielleicht. Nein, das ist nicht gerade nicht. Angespannt. Das war ja wieder super. Taschenlampe bringen. Also was mit dem Licht und so finde ich wirklich kacke. Das
dass das so schnell immer ausgeht. Egal ob Taschenlampe oder sonst was. Wieso ist das Licht weg? Komm, das muss doch auch mal tolles hier sein. Und hinüber! Ich könnte so viele Lampen bauen hier mit den ganzen Schädeln. Es geht immer weiter hoch. Ich würde aber gerne... den Hubschrauber. Ich würde gerne... Aber der wechselt nicht einfach so. Und ich würde gerne Taucherausrüstung kriegen. Genau, das wollte ich gesagt haben. Wo sind denn die Seile da? Spider-Man, Spider-Man. Geht immer weiter hoch, ja. Super. Ein paar Herzen. Da ist nichts mehr. Wie viele Passagiere habe ich jetzt eigentlich gefunden? Wo ist das? Ne, wo war das mit den Passagieren? Das war ja gar nicht da. Das war ja hier. Höhenkarte, Passagierenliste. 24 von 43 nur? Ich dachte, ich hätte deutlich mehr gefunden. Ne. Hallo? Ne, will ich auch nicht. Oh, warte mal. Okay, habe ich mir noch nie so angeguckt. Sollte ich vielleicht mal machen. Wir gehen jetzt erstmal... Kannst du das mal wieder weglegen? Oh, da kannst du wieder rauszugehen. Wo kommen wir denn dann jetzt hin? Das ist aber gut. Wenn wir hier den Ausgang haben... Wir haben diese scheiß Tauchausrüstung nicht gefunden. Den Ausgang hier jedenfalls müssen wir merken, da sind wir direkt bei der großen Höhle. So kommen wir raus. Bin gespannt. Wumm. Zelte. Okay. Wo sind wir? Wo sind wir? Da auf der Ecke sind wir. Okay. Jetzt haben wir ja nichts mehr, ne? Jedenfalls bin ich froh, dass ich einen kurzen Weg rausgefunden habe. Wir sind aber keine Krokodile mehr, oder? So, Kokos. Und ich jetzt nicht kilometerlang latschen muss. Was haben wir da oben? Zwei, drei Minütchen haben wir ja noch. Ach hier, okay. Da ist meine Hütte. Eigentlich kann ich nur... Ich muss mein Floß ja wieder nach Hause bringen, ne? Sollte ich mal machen. Das ist eine Echse. Das ist kein Krokodil. Mit der habe ich keinen Schiss. Aber ich hätte dich fangen sollen. Wie dich zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt schon wieder drei Parts hinter mir. Wie gesagt,
Und von daher werde ich jetzt hier noch ein bisschen wandern. War das ein kurzer Part in der Höhle? Ich habe wirklich gehofft, ich finde die Ausrüstung. Ich muss ihn tauchen. Ich hoffe, ich habe sie nicht übersehen. Aber ich meine, ich hätte jetzt alles wirklich durchsucht. Da, Krokodil. Bah, zwei Krokodile. Dann hat die ganze Zeit eins nach mir geschnappt. Ich habe die ganze Zeit so komische Geräusche gehört. So. Ey. Wenn ich sowieso nach Haus B gehe jetzt, könnte ich ja noch eine Trophäe mitnehmen, ne? aber es wird jetzt dunkel. Ich will nicht bei Dunkelheit auf Krokodiljagd gehen. Habe ich schon gesagt, dass ich eine Schissbuchs bin. Nee. Ich gehe jetzt zurück zum Floß. Paddel mit dem wieder heim. Und denke, dass wir uns da dann beim nächsten Mal wieder sehen. Muss da echt jetzt mal gucken. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich hier überall auf Krokodile trete. Sind die hier alle? Also in dem Bereich hier überall? Sind die hier alle? Nur einen Kaffee trinken. Ich schütze mir einen ab, aber ich muss einen Kaffee trinken. Ach, da hinten, ja. Hier ist der Bereich mit den Krokodilen. Da hinten, okay. Mein Floß ist da, wo das Häuschen ist. Und es wird dunkel. Okay, Leute. Ich sag mal an dieser Stelle, das war's für heute. Ich gehe jetzt zurück zum Floß, weil hier in diesem Schneegebiet habe ich echt nichts mehr gefunden. Und von daher werde ich jetzt beim nächsten Mal noch weiter ins Innere der Insel gehen, denke ich mal. Also erstmal werde ich jetzt das Floß mir krallen, damit wieder heimfahren. Oh, hier mein Zelt. War ich hier schon? Immer wenn ich abmoderieren will, finde ich irgendwas. Aber hier ist nichts. Ich finde mal schade, dass man in die Zelte nicht rein kann. Achso, wir sind hier beim Kessel. Okay. Da ist das große Loch. Tief ist es, sehr tief ist es. Vielleicht sollte ich mir hier ein Häuschen bauen. Das könnte ich machen. Einen kleinen Unterschlupf hier bauen. Dann baue ich mir einen Fallschirm und springe runter. Ja. Okay, ich glaube, ich sollte jetzt Schluss machen. Also, von daher war es das erstmal für heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Oder eines der anderen kleinen Let's Plays, die ich so rauskloppe. Ich muss aber jetzt erstmal schauen, weil ich habe eigentlich alle Games soweit abgeschlossen. Also den Großteil. Und muss mal gucken, was ich als nächstes noch Neues anfange. Naja, das war's. Also, macht's gut und... Ciao. Auf zum Floß, auf zum Floß. Du, 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 du. Auf zum